Servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Urago, und diese Therapie ist kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Bioshock Infinity und sind jetzt gerade dabei gewesen, Comstock's Schoßhütchen, Slater heißt er, genau, den Slater zu finden, weil der hält uns leider davon ab, dass wir diese lustige, wie nennt sich das, Jock-Sock bekommen, mit dem wir Energie in diese manche Automaten bekommen. Ah, was haben wir denn da? Den möchte ich gerne haben. Ein Rabattautomat. So, da waren die Panzerfaustschützen. Automat ist leer. Hm, schade. Schön, dass wir den herbeirufen können, aber nicht benutzen. Spuckt er trotzdem aus? Naja, wen spuckt er Geld aus? Brauchen wir Geld? Ja, immer. Jo, danke schön, Lissy. Geld von dir gerne immer wieder. Okay, immer noch ein bisschen was zum Einsammeln. Auch fein. Jo, dann können wir mal weitergehen. Weil so langsam wird es nämlich bestimmt brenzlig und wir kommen zu Comstock. Ah. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Okay, aber jetzt machen wir noch den Freund hier. Der kriegt auch einen Schocki und der kriegt einen Schock. So, sammeln wir das Geld ein. Dann hier drüben das Geld. Mal sehen, was wir hier finden. Zum Upgraden. So, erstmal hier ran. Ist eigentlich immer dasselbe. Wir können eigentlich hier davon nicht groß was kaufen. Schade eigentlich. Aber falls wir mal doch mal die Panzerfaust nehmen, nehmen wir auf alle Fälle den mal mit. Und Panzerfaustschaden erhöhen vielleicht auch mal. Aber haben wir einfach nicht genug. So, für den Fall des Falls. Ja, wir wissen es. Okay. Ach, jetzt haben wir ja mehr Fähigkeiten zum Kaufen, aber wir haben eh nicht genug Geld. Weiß ich nicht. Wir schauen aber erstmal Filmchen an, würde ich sagen. Genau. Was haben wir denn diesmal hier? Okay. Ah ja. Die göttliche Familie sozusagen. Lady Comstock is fitting mother for the Myriad. Aha. Alles klar, das war sozusagen nochmal kurz die Geburt. Die Filme können ruhig ein bisschen länger und ausführlicher sein, finde ich. Was haben wir hier für einen? Der gleich normal oder ein anderer? Nein, the land is future of the city. Okay. The seat of the prophet. Okay, also ist Elisabeth doch wirklich Comstocks Sohn, wenn diese ganze Geschichte überhaupt stimmt. Okay, da waren wir ja gewesen. Oder das Mädchen stammt woanders her. Die Frage ist immer noch, warum sollen wir die liebe Liz überhaupt besorgen? Irgendwie, Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie, als Ulan ist jeder Schlag von Mann, der Heulen und Schreien Vaterlandsspalt, und hier verlebte okay. Comstock das Knie für uns sah in seiner Prophetie. Lechmännerbucke, dazu wird Comstock uns machen, mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Okay. Ja. Auf das Getriebe zielen. Ja, schön, dann müssen wir mal ins Betriebe kommen. Da gehen wir mal nach hinten. Ah, ja, schön, dass du da bist. So, hinten auf das Getriebe ziehen. So, das war eine lustige Nummer, wenn man weiß, wie es geht. Oh, ein bisschen Salz, das ist mal ganz gut. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Okay. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere okay. Seelen ausgelöscht. Mob. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Okay. Kommt gib noch uns einfach, was wir brauchen.
Ja, genau. Gib uns, was wir brauchen. Aber das war schon mal eine komische Nummer. Aber interessant, dass wir den mit der Beherrschung auch beherrschen können. So, laden wir mal unser Freund hier nach. Das hat zwar kurz geruckelt. Finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Auf die Tür. Ich hier Hilfe. Mal schauen. Ich deck dir den Rücken. Oh, was haben wir denn da? Geschafft. Oh, was liegt denn hier rum? Oh, eine Minigun. Die nehmen wir doch gerne mal mit statt Präzisionsgewehr. Leider nicht genug Munition, aber besser als nichts. Okay. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Kriegst du das auf, Elizabeth? Da. Eine Sekunde. Okay. Kein Schockjock. Oder vielleicht doch hier drin zum Glück. Nein, bloß Silber, Eagles, kein Schockjocks. Das ist ganz doof. Der Arsch hat uns reingelegt, sozusagen. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Ah, ne, da sind Flaschen. Das ist das Zeug, was wir eigentlich gebraucht hätten. Mist. Er hier? Nein, er hat auch nichts. Super Sache. Und nun? Denk mal hinter der... Okay, wir kommen so nicht weiter. Kuchen, die Schock-Schock-Flaschen sind alle irgendwie. Hm. Der Pfeil zeigt immer noch, dass wir da rein sollen. Suche nach hinter dem Slater. Ah, haha. Oh, hier drüben ist auch noch eine Tür. Oder nein, war bloß ein Verkaufsregal. Kommen auch nicht weiter. Ja. Ist das? Slade. Er ist hier. Okay. Die Dinger brauchen wir also. Du hilfst uns mal, Freundchen. Kommen wir hier lang rum? Ja. Können wir das mitnehmen? Nein. Alles klar. Wieder in die Richtung. Wir gehen dann mal in diese Richtung. Schauen. Türchen öffnen. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, in dem Moment, wo der uns angreift. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Okay. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Okay. Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein. Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Okay. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Okay, die Tür. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Okay. Dann gehen wir hier mal in Deckung. Öffne ihn. So, wir wechseln mal hier hin. Yo, das macht echt stark jetzt die Musik. Okay, nochmal hier mal ein bisschen was. Ah, ne. Leider alle der Freunde, das ist nicht so schön. Du bist nicht der Booker, den ich kannte. Blechmann! Blechmann! Ich weiß ja nicht, was du für Störung hast als solches, aber Fertig. Okay. Wo seid ihr? Ach, da bist du. So, die ist jetzt alle. Nein. Ganz üble Geschichte. Nimm mal ein Medipack mit hier. Dann gehen wir mal hier rum. Okay, da sollten wir vorher nachladen. So, da kommst du mal her. So, schnell nachladen. Alle bedient. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat. Reicht das nicht jetzt schon? Komm schon, David.
Enttäusche die Jungs nicht! War nur super Action. Okay, aua. Okay, Waffe wechseln, dahin gehen. So. Ach, die Scheiße. Das ist ja ganz üble Geschichte. Wir haben kein Salz. Mist. Okay, hinten auf das Getriebe. Wie soll man an das dämliche fucking Getriebe rankommen? Fall erstmal um. So. Na los, David! Zeig okay. mir, was du kannst! Bitte mal den Riss, danke. So, weil ich brauche Medipack. Was kommt jetzt für Erinnerer? Okay. Werdet ihr fertig mit irgendwelchen Schwachsinn? Okay. Ah, da ist die Tür offen. Da gehen wir doch mal gleich durch diese Tür raus. Ah, hier immer einsammeln und nochmal ein, wie heißt es? Voxophon. Mal gucken, was. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seine okay, Blacksoldaten beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Okay, ich habe noch keine Ahnung, von was der redet. So, wir versuchen mal nochmal hier rauskommen. So, jetzt geht's nach oben. Okay, ah, da ist der Irre. Da wechseln wir die Waffe mal und, okay, und ihr macht mal den Abflug. So, jetzt machst du hier drüben den Abflug. Mehr drauf, dann kommt er mal her. Tankmunition. Jo, danke schön. Problem, wir kommen jetzt hier nicht durch. Oder? Ach, wir können einfach rüberspringen. Damit geht das auch. Dankeschön. Was hast du alles schön dabei? Komm, Lissy, wir müssen hier raus und einen Elektroman hier mal ein bisschen die Leviten lesen. Okay, fangen wir mal. Dankeschön für die fürs Geld. So, Tür ist immer da. Okay. Okay, wo sind wir hier? Ach. Die Feuernummer sozusagen. Oh, es hat er doch hinter sich. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Okay. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Nee, Slater, lass mal. Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Okay, ja, meine Elektroschocknummer, die nehmen wir da gerne mal mit, jetzt endlich. Oh, Brutzel, Brutzel. Oh, oh, Alter. Ist das übel. Shock Jock. Bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. So, damit haben wir jetzt natürlich eine neue Fähigkeit. Und zwar, wir sind jetzt wieder die elektrische. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Schneller als du dir vorstellen kannst. Leider.
So, haben wir noch einen Mülltonne. So, wir sehen mal, tut er mir da draußen kommen. So, sieht ja ganz gut aus hier. Gibt es noch was zu holen? So richtig sehe ich da nichts. Genau, machen wir die Tür auf. Ab durch die Mitte. Hohoho. So, ich denke mal, wenn wir sie Elektro feuern, kann man auch noch unseren Spaß. Aber da stand leider die liebe Lissy drin und die wollte ich nicht gerade Elektro schocken. Scheint ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Dankeschön. Du bist echt Goldkind. So, ich hoffe mal, dass wir hier rauskommen ohne große weiter Spirenzchen. Den laden wir mal kurz nach. Dankeschön. Wir können auch mal auf die Shotgun wechseln. Shotgun auf Schrotflinte. Jetzt die Lichtkerzennummer für die First Lady. Okay. Wo? Danke. Perfekt getimed. Kriechen. Die Moral ist, was zählt. Jupp. Und der Elektroschocker. Komm her, kleines Füßchen. Jupp. David gegen Goliath. Errungenschaft. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Yep. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Okay, können wir noch mal ein bisschen nachführen hier. Oh, da haben wir noch, können wir den Rest eigentlich auch kaufen. Ach, was soll's, sind wir mal nicht so geizig. Kaufen wir die ganzen anderen Kladderadatsch auch noch mit. So. Die Folge wird aber letztens ein bisschen länger, weil ich möchte noch hier raus und dann ist Feierabend für heute. So. Okay, jetzt sind wir am Ende. Ich hoffe mal, wir kriegen hier noch Besuch. Oh, ein bisschen Salz. Nehmen wir auch gerne mit. Ach, da haben wir den Kraftverteiler. Genau. Oh. Ach so, nur einmal schocken. Alles klar. So. Jetzt geht's nach draußen und dann sind wir dann auch die Folge durch. Auf das Türchen. Genau. Wir sind mal fertig. Damit belassen wir den Bereich. Und dann geht's in den nächsten Mal weiter. War ein bisschen länger die Folge, aber ich wollte jetzt hier noch rauskommen, weil dann speichert das Ding. Das ist nämlich der einzige Nachteil, den ich noch nicht erzählt habe. Das Spiel hat keine Speicherfunktion. Keine herkömmliche. Es speichert halt wie alle Konsolenspiele schon förmlich automatisch. Nur ist nicht immer ganz klar, wo diese automatischen Speicherpunkte sind, sondern sie sind meistens dann, wenn man sie verlässt. Und hier geht das dann weiter. Und zwar beim nächsten Mal. Bei Let's Play The Bioshock Infinity. Bis dahin schreibt mal nette Kommentare rein und Daumen nach oben. Ich freue mich über alles, lese alles, antworte über alles. Denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.